Hallo zusammen und willkommen auf Football Therapist, wo wir nach der Analyse der Schwäche von André Onana, dem neuen Torwart von Inter Mailand, in Italien bleiben, um die Freistöße des berühmten Spezialisten auf diesem Gebiet, Giovanni Vio, oft genannt Gianni Vio, zu analysieren. Der ehemalige Banker arbeitete unter anderem für mehrere italienische Vereine wie Fiorentina und AC Mailand, aber auch für englische Vereine wie Leeds und Brentford vor Mancini bei der italienischen Nationalmannschaft zu begleiten. Laut der Presse wird er zu Antonio Contes Tottenham wechseln, wo er dort also vielleicht versuchen wird, der Statistik gerecht zu werden, die seinen Ruf begründet. Seine Mannschaften gehören immer zu denen, die die meisten Tore aus Standardsituationen erzielen. Warum das so ist, werden wir in diesem Video herausfinden. Beginnen wir mit den Freistößen, insbesondere den relativ zentralen Freistößen. Wie bereits erwähnt, ist es nicht ungewöhnlich, dass Gianni Vios Teams in diesen Situationen zwei Mauern bilden, eine direkt vor des Gegners und eine weiter hinten. Die erste dient dazu, den Spielern der gegnerischen Mauer die Sicht zu verdecken, damit sie den Ball erst im letzten Moment kommen sehen, dass sich die Italiener beim Schuss ducken werden, während die zweite verhindert, dass der Torwart den Ball sehen kann, wenn er in Richtung der weißen Linie schaut. Diese Mauer wird jedoch kurz vor dem Freistoß verschwinden, um einen Abseits nach einem möglichen Abpraller zu vermeiden. Diese drei Spieler werden also die Gegner auf der gleichen Linie der Abwehrmauer stören, was unter anderem den Raum zwischen den beiden hervorgehobenen Walisen vergrößern wird. Jetzt kommen sie, genau. Jetzt werden sie gestört. Diese müssen nun zwei Dinge gleichzeitig tun: den Ball beobachten und ihren jeweiligen Spieler beobachten, um zu entscheiden, ob sie die im Abseits stehen lassen oder nicht. Ihre Aufgabe wird jedoch noch schwieriger, da die Italiener einen weiteren Trick von Gianni Vio ausführen werden, den Freistoß anzutäuschen. Denn es gibt einen Grund, warum sich zwei Italiener hinter dem Ball befinden. Dies sorgt nämlich für Chaos innerhalb der gegnerischen Abwehrstruktur, wodurch oftmals das Abseits zurückgesetzt wird und innerhalb sowie um die Abwehrmauer herum Platz für einen Schuss geschaffen wird. Die italienische Mauer wird sich jetzt ducken, um die Waliser zu überraschen. Beim zweiten Freistoß fällt auf, dass sich die Waliser trotz der zwei Italiener hinter ihnen weigern, sich tiefer zu positionieren, was durchaus verständlich ist, denn wenn sie sich zu tief positionieren würden, gäbe es vor ihrem Strafraum viel Platz für die zwei hervorgehobenen Italiener. Zusätzlich zu den beiden ursprünglich im Abseits stehenden Spieler, die nach hinten kommen, um die Verteidiger zu stören, werden wir wieder die Finte der beiden Spieler hinter dem Ball sehen. Die Rolle dieser beiden ist übrigens nicht unbedeutend, da der linksfüßige Bernardeschi hier gut daran tut, den Freistoß dem rechtsfüßigen Verratti zu überlassen, damit der Winkel zum Tor für den Empfänger des Freistoßes aufgrund der Kurve der Flugbahn anschließend kleiner ist. Ihre Finte brach auch die walisische Verteidigungslinie auf, indem sie Gareth Bale und Conor Roberts zurückfallen ließ, der dann das Abseits zurücksetzen wird. Drei Italiener für nur einen Waliser kamen in die Flugbahn der Flanke, darunter Pessina, der zum Teil dank seiner Intelligenz ein Tor erzielen wird. Der Atalanta-Spieler ist hier nämlich der italienische Spieler, der der Linie des ersten Pfostens am nächsten ist, obwohl er seinen Lauf zu diesem Zeitpunkt bereits begonnen hat. Er hält sich also sehr gut an die Regel, sich nicht zu schnell in den freien Raum zu werfen, was es ihm ermöglicht, den Ball besser zu treffen, da sein Laufweg nicht zu vertikal ist. Wenn Spieler aber wie hier zu früh in die Tiefe laufen, kann diese Art von Freistoß
jedoch im Abseits, wenn der Gegner ein Offside-Trap, wie es auf Englisch heißt, ausführt. Die Notlösung in dieser Situation ist, einen langen Ball auf den zweiten Pfosten zu spielen, da dies den Mitspielern mehr Zeit gibt zu reagieren, wie hier Gonzalo Rodriguez, der nicht im Abseits stehen wird. Kommen wir nun zu den Eckbällen, bei denen mir ebenfalls aufgefallen ist, dass sich einige Schlüsseldetails wiederholen. Die Mannschaften von Gianni Vio scheinen nämlich sich beim Torschuss aus dem Raum vor dem ersten Pfosten wohlzufühlen, vor allem wenn hier Rodrigo Bentancurs Positionierung diesen Raum vergrößert. Ich möchte aber betonen, dass dies keineswegs eine Kritik an dem uruguayischen Spieler ist, der hier sicherlich eine Anweisung umsetzt, um den Aktionsraum von Mattia Perin zu verkleinern, der eben für einen Torwart relativ klein ist. Dass der gelb markierte Bereich so groß ist, hat aber auch zwei andere Gründe. Der erste Grund heißt Andrea Petagna, ein gefährlicher Stürmer in solchen Situationen, auch aufgrund seiner Größe, der diese Zone freilässt, indem er seinen Manndecker zu sich hinzieht. Der zweite Grund war die Ansammlung von drei Spielern vor dem Strafraum, die ihrerseits drei weitere Juventus-Spieler aus dieser Zone herauslockte. Diese Ansammlung von Spielern in einem kleinen Umkreis ist eine Spezialität von Gianni Vio, der schnell merkte, dass es so sehr schwer durch eine Manndeckung zu verteidigen, da die drei Spieler nun in verschiedene Richtungen laufen werden. Genau. Die Nummer 4, Czernek, hier in Grau, wird übrigens einen tollen Richtungswechsel vollziehen, der den vor ihm stehenden Juventus-Spieler noch mehr verdrehen wird. Aber das ist nicht der einzige Spieler, den ich erwähnen möchte. Man sieht tatsächlich, dass neben ihm Petagna ebenfalls in Richtung dieser Zone des ersten Pfostens läuft. Ebenso wie ein weiterer Spieler vom zweiten Pfosten aus. Genau. Vier Spieler sind nun also perfekt auf die Flugbahn des Balles ausgerichtet, während ein Spieler bereit wäre, falls nötig, den Ball am zweiten Pfosten und vor dem Torwart zu bekommen. Und das Tor. Ein weiterer Eckball, aber diesmal besetzt Higuain den Bereich des ersten Pfostens. Ein Spieler wird daher vom zweiten Pfosten aus an ihm vorbeigehen, um ihn zu locken. Die Ansammlung von Spielern vor dem Strafraum ist immer noch vorhanden, diesmal mit einer Besonderheit. Die Spieler haben einen Vorhang gebildet, um Petagna hinter sich freizulassen, der interessanteste Zielspieler im Fall. Direkt neben Petagna und seiner Nummer 37 ist die Nummer 4, Czernek, wieder sehr interessant, da er auf dem Bild gerade seinen Lauf umlenkt, den er danach sogar noch ein zweites Mal umlenken wird, um sich von seinem Manndecker zu befreien. Noch interessanter ist jedoch, dass nicht Higuain, sondern sein Mitspieler in Rot dem Spieler am ersten Pfosten folgen wird, wodurch sich in seinem Rücken eine große Lücke ergibt. Die Nummer 7 von Spal wird sehr gut reagieren und sich in diesen hineinwerfen. Wieder wird ein Spieler am zweiten Pfosten vor dem Torwart zur Verfügung stehen, und während es diesmal eine Überzahl am ersten Pfosten mit dieser 4 gegen 3 Situation gibt, die wieder einmal zeigt, dass die Spieler von Gianni Vio sich gut auf die Flugbahn des Balles ausrichten. Es ist übrigens wichtig zu erwähnen, dass es bei solchen Flanken auf den ersten Pfosten besser ist, einen Rechtsfüßigen wie ihr einzusetzen, um den Winkel zum Tor des Kopfballs zu verkleinern. Abgesehen davon kann ein Linksfüßiger durchaus auch Eckbälle von rechts übernehmen, sofern eine andere Kombination gewählt wird, wie hier bei einem Training von Gianni Vio.
Die meistgewählte Option ist eine Flanke, die über die 5-Meter-Linie bis zum zweiten Pfosten fliegen kann, wobei sich die Spieler auf verschiedene Korridore verteilen. Ein weiterer Spieler kann auch vor dem Torwart stehen, um ihm die Sicht ein wenig zu verdecken und ihn zu zwingen, nicht herauszukommen, wenn der Ball in diese Zone gelangt. Der am weitesten entfernte Spieler, der Teil dieser Ansammlung vor dem zweiten Pfosten vor dem Strafraum ist, hält sich hier bereit, um falls nötig einen Pass außerhalb des Strafraums anzunehmen. Dies ist was, das unter Gianvio auch schon ausgeführt wurde, nachdem Eckbälle indirekt zu zweit gespielt worden waren. So, das wär's. Zögert nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um ähnlichen Inhalt nicht zu verpassen. Und wenn das Video dir gefallen hat, vergiss nicht auf Like zu klicken, es in den Kommentaren mitzuteilen und das Video mit einem weiteren Fußballfan zu teilen. Es würde mir sehr helfen. Viel mehr, als was du glauben könntest. Ciao!